Die Tür ist zu. Passt nicht. Passt nicht. Passt nicht. Es gibt auch noch Schlösser, die müssen wir aufknacken. Wie wir sehen. Sehen sie nichts, weil der Dietrich nicht mehr passt. Und der nächste, der muss auch mal wieder passen. So. Ah! Na los, geht die Tür mal auf hier. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass das so lange dauert. Ah! Oh, da schnarcht wer. Es könnte der Hauptmann sein. Da liegt irgendwas. Hier war auf jeden Fall ein bisschen Geld drin. Was ist das? Sieht aus, als hätte Captain Regalio den Magiern etwas verheimlicht. Glücklicherweise kann er von mir nichts verbergen. Was ist das? Das goldene Medaillon von Sandbullen ist der Lohn für meine Mühe. Auf der Suche nach diesem dämlichen Talisman. Wenn ich es verkaufe, kann ich sicher Profit aus dieser Endlosschererei schlagen. In den Jahren, die ich der Hand diente, habe ich niemals erlebt, dass ihre Bemühungen mit diesem Nachdruck vereitelt wurden. Es scheint, als hätte einer der ihren die Talismane an sich genommen und versteckt, damit selbst die Erzmagier sie nicht finden können. Captain E.F. Regalio. Was? Halt! Das war so klar. Tja, dann musst du jetzt halt sterben. Tut mir leid. Puff. Wasserpfeile gibt es hier auf jeden Fall. Tja. Jetzt hat er auch sein Leben dafür gelassen. Oh, noch so eine blöde Tür, die ich aufknacken muss. Oh, oder auch nicht aufknacken muss. Gehen wir mal wieder raus. Hier sind also so ein bisschen die Gemächer? Sagt man Gemäler? Ja, ich glaube Gemäler sagt man. Boah, die schnarcht ja. So, ich will aber den Geldbeutel. Hallo, das geht doch. Hier liegt ein... Oh. Die hat eigentlich ein schönes hier. Ist besser als die anderen. Wollen wir mal gucken, wo geht's hin? Da geht's irgendwo weiter. Ich will mal sehen... Was ist hier? Ah, das sind die Türme. Also hier gibt es schon mal nichts. Wofür gibt es diese Räume? Ich meine, die gibt es doch nicht einfach so, oder? Oder sollen sie einen verwirren? Ah, hier. Da gab es ein bisschen Geld, aber mehr bietet dieser Raum auch nicht, ne? Hm. Ich wüsste echt mal gern, wie es hier weitergeht. Oh, wir machen keine Geräusche mehr. Ich wollte gerade schon sagen, dass wir irgendwie auf Watteschuhen laufen. Warte. Wir müssen noch was machen. Und zwar...
riesige, glühende Steine, die auf den armen Kerl niederprasselten und ihn zu Brei schlugen. Eindringlinge sollten deshalb hoffen, dass wir sie vor den Magiern erwischen. Oh. Was hab ich da? Nicht mal ein Kratzer! Oh, nur ein Mückenstich. Die sterben. Hier dann! Ich glaube, er sucht mich jetzt. Mach nur ein winziges Geräusch. Es ist nur noch einer von den vielen, die hier rumlaufen oder rumgelaufen sind. Wie kannst du rückwärts schießen? Du hast es so gewollt. Das fand ich... was? Also das fand ich jetzt gerade echt unlogisch. Weißt du, er schießt quasi in die andere Richtung, aber trifft mich. War das etwa so ein Pfeil, der einmal gegen die Wand geflogen ist und dann abgeprallt und dann hat er mich getroffen, oder was? Das ist doch wohl ein Witz. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo ich gespeichert habe. Ich habe irgendwie ein ganz mulmiges Gefühl dabei. Bitte nicht. Nein. Och nö. Ich will aber das Geld haben. Und die Tür muss ich wieder aufknacken. Oh. Na, das hat ja gut geklappt. Verzeihung dafür, dass ich jetzt gestorben bin. Warum habe ich nicht gespeichert? Ich glaube, ich will das gar nicht erst wissen. Jetzt dürfen wir das nochmal machen. Ja, ist ja, sehr ganz schön. Weißt du, ich knack so gerne irgendwelche Schlösser auf, dass ich das zum 1500. Mal machen möchte, weil ich es so toll finde. Oh Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Talisman... Sieht aus, als hätte Captain Regalio den Magiern etwas verheimlicht. Glücklicherweise kann er von mir nichts verbergen. Ich glaube, mit diesem Amulett kann ich dann letztendlich die Türen öffnen, die da unten sind. Geld? Geld! Ich will das Geld! Oh, warum ich kann... Jetzt! So, jetzt gehe ich das mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Wir waren ja jetzt schon hier. Okay, dann gehen wir jetzt wieder eine Etage weiter runter. Geh zu. Irgendwo war die Tür. Da ist sie. War das die? Nein, das war die nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ich die da oben noch umhauen muss. Das heißt also, wir gehen jetzt mal... nicht komplett runter. Ich glaube, die Etage reicht schon aus. Falsch abgebogen. Ich speichere mal. Mit diesen Magiern ist nicht zu scherzen, ja. Erzählt ruhig weiter. Ich nenne das mal 1, 2. Oder X. Einfach nur X. Ich sah, wie sie den alten Bradford finden. Alter, das ist die Tür, wo ich...
Das ist aber auch so ein ekliger Ton. Boah. Ich habe das jetzt auch oft genug auf und zu gemacht. Also wenn das jetzt nochmal jemand will, dass ich das öffne. Der hat sich dann aber geschnitten. Den Turm kann ich nicht öffnen. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen umherirren. Das heißt, von der einen Stelle zur nächsten. War ich hier schon? Mal gucken. Hier war ich noch nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Muss mich... Ah, hier kann ich sogar rausgucken. Das konnte ich an der anderen Stelle zum Beispiel nicht. Eine Tür, die abgeschlossen ist. Ach, gucke an, dann komme ich hier raus. Uah! Ah. Wie? Ah. Wie geht das denn? Wo steckst du, Bastard? Ja. Kommt rasch her! Zu Hilfe! So. Jetzt haben wir ihn. Wo hat er mich denn her verfolgt, sag mal? Vielleicht hatte der mich auch eben irgendwo gesehen. Vielleicht Aber durchs Fenster. Warum dürfen nur die Magier der Hand hinein? Wieso lassen sie uns nicht in ihre Türme? Wir sind hier, um auf die Gewöhnlichen aufzupassen und uns mit weltlichen Bedrohungen zu beschäftigen. Die Magier können sich selbst schützen. Aber wozu diese Geheimniskrämerei? Nicht einmal die Diener haben Zutritt. Trauen diese Magier eigentlich irgendjemandem? Ich habe mir angewöhnt, keine Fragen zu stellen. Das Gold, das sie mir geben, ist Antwort genug. Jetzt gehen sie schon in der Dreierreihe hier lang. Ist das vielleicht der Turm, wo ich rein kann? Ja! Oder auch nicht? Doch, die Tür geht auf. Das ist wahrscheinlich der Turm, wo das hier, ich sag mal, entstanden ist, der Fehler. Das heißt, wo, was wir gelesen hatten, das war ja bestimmt hier dieses, dieser Wasservorfall. Und hier finden wir vielleicht den Wassertalisman, dann können wir nämlich in das, in den anderen Turm dann rein. Also kein Talisman, sondern irgendwie, hoch. Oh, hier ist mal richtig viel Wasser. Da oben ist was. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Erdschlüssel. Ah, wir haben einen Erdschlüssel gefunden. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich in jedem Turm mindestens einmal rein und alle Elemente kennenlernen, okay? Na, das wird ja witzig. Ah. Ich finde das irgendwie geil hier mit dieser Tür. Es wirkt wie so ein Portal.
So, jetzt müssen wir also den Erdturm finden. Es war eigentlich ganz gut, dass wir uns erst da drinnen umgesehen haben. Weil so haben wir so ein bisschen was von dieser Geschichte erfahren. Und ich muss sagen, sie hat Hand und Fuß. Ich finde das schön, wie das so ein bisschen aufeinander aufbaut. Und ich glaube jetzt zu wissen, warum da Türen waren. Weil wir dann nämlich dann nach oben gelangen. Scheiße. Scheiße! Daneben! Ich muss den nächsten Turm suchen. Wo seid ihr, Feigling? Ah, ich musste zweimal draufhauen. Oh. Hier gibt's Geld. Das ist ja toll. Gibt's hier noch was? Ich speichere mal lieber. Oh, der Ton ist mal wieder weg hier im Menü. Aber diesmal bin ich nicht so komisch aus dem Bild geswitcht. Das heißt, dass ich hier wieder so ein Viertelbild habe. Hallo? Zeig dich! Also wir sind jetzt quasi erstmal bei den Abteilungen, wo keine Magier rumlaufen. Das ist der Turm. Beziehungsweise der Turm ist da hinten. Das könnte vielleicht der Erdturm sein. Ich muss mir mal irgendwie die Stelle suchen. Oder ist das hier der Erdturm? Das ist der Erdturm. Der sieht doch so